Zmitz im November gerauf, mit leichtem Nieselregen, der künftige Gemeindepräsident von Grabsten, Niki Lippuner, Grabs beim 20. Weihnachtsapro erhält. Mit seinen Worten, aber auch mit dem Baum, wo seine Idee war. Und in seiner Funktion als IG-Präsident hat er gemeindeverantwortliche Worte gefunden und hat seinen Stolz gespürt, dass so viele Leute dem Ruf zum Apro gefolgt sind. Und mit dem Adventsapro laden Grabster Geschäft jährlich zum Start der Weihnachtszeit in ihre Betriebe. Diese Aktivitäten schaffen Begegnungen und sind wichtig für das Geschäft, wie aber auch für das gesamte Dorfleben. Es zeigt aber auch auf, was alles im Dorf gepostet werden kann. Wir müssen nicht mit dem Auto in die Einkaufszentren in den umliegenden Dörfern posten und dort herkarren. Wir kommen hier zu Fuß oder auch mit dem Velo zu Grabs posten. Und dann haben wir erst noch eine persönliche und eine kompetente Beratung. Einkaufen im eigenen Dorf bringt nicht nur Wertschöpfung, sondern auch soziale Kontakt und Leben im Dorf. Es gibt ein Miteinander und das Zusammengehörigkeitsgefühl wird damit auch gestärkt. Von dem her bin ich der Auffassung, ist so ein Adventsapro und Aktivitäten wie ein Adventsapro darstellen, etwas ganz Wichtiges, wie wir hier auch sehen, dass die Grabser Bevölkerung zusammenkommt. In dem Sinn würde ich sagen, tun wir den Apro eröffnen und ich wünsche allen ganz eine besinnliche und eine schöne Weihnachtszeit und ganz einen tollen Adventsapro. Danke vielmals. Weihnachtszeit, du stille Zeit, Zeit der vielen Lieder, bringen unser aus der Kindheit wieder. Weihnacht, stille Zeit, zauber dich umfangen, bring uns inneren Frieden, frohe Weihnachtszeit. Wenn sich nach dir Maisblättchen vom November hat man dann können lesen, dass ein paar Geschäftsinhaber vor 20 Jahren der Meinung waren, dass man mit einem Adventsapero Kundschaft für ihre Treue belohnen könnte. Aus dieser Idee ist dann eine Tradition entstanden. Es zeigt sich auch, dass der Adventsapero von der Bevölkerung angenommen und geschätzt wird. Und das sehen wir auch heute Abend. Ich bin wirklich überrascht und überwältigt, wie viele Leute es hier hat. Ich möchte es darum nicht unterlassen, den Initianten für ihr Engagement recht herzlich zu danken. Sie haben damit einen wertvollen Beitrag zur Dorfgemeinschaft geleistet und zum anderen sicher auch eine wichtige Kundenbeziehung oder eine Kundenbindung aufgebaut.
Im Jahr 2000, also vor etwa 16 Jahren, hat der Mai und Sevi Grabs das erste Mal einen Beitrag ins Budget für die Anschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir hier, auch anlässlich des Adventsapero, die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet haben. Ich weiss nicht mehr genau, wie es da war, aber hier hatte ich irgendeinen Schalter. Heute musste ich hinter dem Christbaum ein bisschen rumgrümschen und einen anderen geschalten. Engel gucken schon um 6, seid ganz still, sonst sind sie wieder weg. Flügel schwingen hier und dort und schon sind sie wieder fort. Busch im Fluge wird bereitet, alles für das Fest. Das weihnachtliche, himmlisch frohe Fest. Engel, lieber Kerzenschein, Kerze duft und Tannengeist ist frei. Flügel schwingen hier und dort und schon sind sie wieder fort. Husch im Fluge wird bereitet, alles für das Fest. Das weihnachtliche, himmlisch frohe Fest. Vom Himmel hoch, da komm ich her. Ich bring euch gute neue. Oh,
Geschäfte, die bei dem Zensustergrabser Adventsapro mitgemacht haben. Mit verschiedenen Verpflegungsmöglichkeiten, mit dem Samichlaus, den wir leider verpasst haben. Das Rössertag haben wir gesehen, aber Märlestunde und Verlosungen haben wir mit dem Beitrag natürlich nicht alles zeigen und sind insofern mit dem Beitrag dem Adventsapro nicht in allen Teilen gerecht worden. Auch nicht alle Schleifen haben wir zeigen. Aber hier haben wir die Möglichkeit, die Schleifen natürlich am Tag anzuschauen. Und übrigens auch das ganze Jahr durch einmal zu schauen, was Grabs denn bezüglich Einkaufsmöglichkeiten alles zu bieten hat.